Hallo, da sind wir wieder und jetzt reden wir über den zweiten Teil der Potenzregeln. Und zwar würde ich gern zuerst mal die Potenzregeln, die wir besprochen haben, in dem letzten Video kurz wiederholen. Und zwar waren die folgendermaßen. Also wir hatten einmal, was nehme ich hier? Ich fange mit Gelb an, 2 hoch 10 mal 2 hoch 5. Da haben wir gesagt, wenn die Grundzahl die gleiche ist und die Potenzen multipliziert werden, dann können wir die Hochzahlen addieren. Das heißt, das ist gleich 2 hoch 10 plus 5. Das ist gleich 2 hoch 15. So, das war die erste oder eine der Regeln. Dann hatten wir 2 hoch 10 durch 2 hoch 5. Da haben wir gesagt, wenn die Grundzahlen die gleichen sind oder die Basen und die Potenzen, Entschuldigung, die Potenzen dividiert werden, dann können wir die Hochzahlen subtrahieren. Das heißt, hier haben wir 2 hoch 10 minus 5 ist gleich 2 hoch 5. Dann hatten wir noch die dritte oder eine der Regeln, die wir als drittes besprochen hatten. Die war vielleicht schon ein bisschen früh eingeführt und ein bisschen überstürzt oder zu schnell. Ich hoffe, das hat dich nicht zu sehr verwirrt. Die machen wir jetzt mal ein bisschen ausführlicher. Und zwar war das die Regel, was passiert, wenn wir eine Potenz, zum Beispiel 2 hoch 10, nochmal hochnehmen. In dem Fall 2 hoch 10 hoch 5. Ja, und das ist nichts anderes, wie wenn wir uns überlegen, diese Hochzahl wäre jetzt einfach eine ganz normale Zahl. Und wenn wir die hoch 5 nehmen, dann hätten wir ja, wenn wir es ausschreiben, einfach nur geschrieben, die Zahl 5 mal mit sich selbst multipliziert. Also es ist eigentlich nichts anderes wie 2 hoch 10 mal 2 hoch 10, das Ganze 5 mal, das waren jetzt 2, mal 2 hoch 10 mal 2 hoch 10 mal 2 hoch 10, 1, 2, 3, 4, 5, passt. So, und jetzt können wir unsere erste Regel wieder anwenden. Die Grundzahlen sind gleich, die Potenzen werden multipliziert, dann kann ich die Hochzahlen addieren. Das heißt, das ist 2 hoch 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 10 ist 2 hoch 50. So, das ist nichts anderes, wie wenn ich hier tatsächlich, ich schreibe es mal auch als Regel nochmal auf, ist das gleich, wie wenn ich hier 2 hoch und die Hochzahlen multipliziere, also 10 mal 5. Das ist die dritte Regel. Gut, funktioniert übrigens auch mit negativen Hochzahlen. Vielleicht dazu auch nochmal kurz ein Beispiel. 3 hoch 7 hoch minus 9 ist 3 hoch, und jetzt einfach die Hochzahlen multiplizieren. 7 mal minus 9 ist minus 63. Okay, es gibt noch eine vierte Regel. Und zwar, wenn wir anstatt eine Basis zwei oder mehrere Zahlen multiplizieren und die Klammer darum bilden und dann diesen Term hoch 100 zum Beispiel, also 2 mal 9 hoch 100, das ist 2 mal 100, 2 hoch 100 mal 9 hoch 100. Und ob das wirklich stimmt, und ob wir das jetzt auch vielleicht kurz beweisen können, das wollen wir jetzt gleich nochmal machen. Also wir machen das mal mit einer etwas einfacheren Variante. 4 mal 5 wollen wir mal rechnen, hoch 3. So, und wir schreiben es tatsächlich wieder hin. Das ist nichts anderes wie dreimal diese Basis mit sich selbst mal genommen. Also 4 mal 5 einmal mal 4 mal 5 das zweite Mal mal 4 mal 5 das dritte Mal. Ja, und jetzt multipliziere ich hier eben diese sechs Zahlen miteinander. Hier gibt es keine große Punkt-vor-Strich-Regel, auf die ich aufpassen muss. Das heißt, die kann ich beliebig austauschen. Das könnte ich also auch, anstatt 4 mal 5 mal 4 mal 5 mal 4 mal 5, kann ich auch schreiben 4 mal 4 mal 4 mal 5 mal 5 mal 5. Ja, das siehst du ja selbst schon. 4 mal 4 mal 4
ist nichts anderes als 4 hoch 3 und 5 mal 5 mal 5 ist 5 hoch 3. Also jetzt haben wir quasi so diese Regel von vorhin eben kurz bewiesen. Das heißt, wenn ich hier zwei Zahlen multipliziere oder mehrere multipliziere und mit einer Zahl hochnehme, dann kann ich die auch separat schreiben und jeweils mit dieser Zahl hochnehmen. Also 4 mal 5 hoch 3 ist 4 hoch 3 mal 5 hoch 3. Nochmal ganz kurz wiederholt. Die erste Regel war 2 hoch 7 mal 2 hoch 3 gleiche Grundzahlen, Multiplikation von Potenzen, Addition von Hochzahlen, also das ist 2 hoch 10. Dann hatten wir 2 hoch 7 durch 2 hoch 3. Hier werden Grundzahlen sind gleich. Hier werden die Hochzahlen abgezogen. 2 hoch 7 minus 3 ist 2 hoch 4. Dann haben wir noch 2, nehmen wir mal hier, 2 hoch 7 mal, Entschuldigung, 2 hoch 7 hoch 3. Hier multiplizieren wir die Hochzahlen, das ist 2 hoch 7 mal 3 ist 21. 2 hoch 21. Zum Schluss hatten wir noch 2 mal 7. Das Ganze hoch 3, dann können wir es entsprechend ausklammern, könnten wir das auch fast nennen, ist 2 hoch 3 mal 7 hoch 3. So, und jetzt schauen wir mal, ob wir eine Übung finden können, in der wir alle diese Regeln anwenden können und das ein bisschen kombinieren können. Ich denke, da finden wir auch was Schönes. Fangen wir mal an mit diesem hier. 3 hoch 2 mal 9 hoch 8 und all das hoch minus 2. So, jetzt musst du ja erstmal überlegen, was mache ich hier? Also passt irgendwie eine Regel im Moment schon, die wir anwenden können. Was wir machen können, ist, die ersten beiden oder die erste Regel passt schon mal nicht, weil hier weil die Basen nicht gleich sind. Aber vielleicht kann ich da was angleichen. Du siehst vielleicht, die 9 ist ja nichts anderes als 3 hoch 2. Das kann ich auch umschreiben. Das mache ich jetzt mal. Dann schreibe ich alles wieder hin, so wie es war. 3 hoch 2. Und die 9 schreibe ich jetzt um in, schreibe ich erstmal die 9 um, in 3 hoch 2. Und das Ganze muss ich jetzt einklammern, weil das alles, also die 9 war das ja, hoch 8 genommen wurde und all das hoch minus 2. So, jetzt habe ich das erstmal. Das ist ja schon mal ganz gut. Und jetzt habe ich die dritte Regel, war es, glaube ich, da haben wir gesagt, eine Potenz, die mit einem Exponenten hochgenommen wird, da kann ich die Hochzahlen multiplizieren. Das kann ich jetzt hier machen. Also rechne ich jetzt 3 hoch 2 mal, und jetzt 3 hoch 2 mal 8, das ist 3 hoch 16. Und all das hoch minus 2, das bleibt erstmal stehen. Das übertragen wir einfach. So, und was gibt das? Jetzt kann ich unsere erste Regel anwenden. Ich habe jetzt endlich zwei Potenzen, die miteinander multipliziert werden, wo die Grundzahl die gleiche ist, nämlich 3. Und da kann ich genau die Hochzahlen einfach addieren. Das heißt, 3 hoch 2 mal 3 hoch 16 ist 3 hoch 18. Und all das hoch minus 2 wird weiterhin übertragen. So, und jetzt habe ich wieder den dritten Fall. Da kann ich einfach die Hochzahlen multiplizieren. Also 3 hoch 18 mal minus 2 ist minus 36. Jetzt siehst du schon, wir haben jetzt alle möglichen Regeln hier anwenden können. Am Anfang, der Ausdruck war relativ kompliziert, relativ schwer irgendwie zu begreifen, was könnte da rauskommen, war nicht unbedingt ganz klar, wie es funktioniert, aber du hast gesehen, wenn man die Regeln richtig anwendet, kommt man da relativ leicht zu einem richtig kleinen, kompakten Ergebnis. Deshalb würde ich dir auch nochmal jetzt zum Abschluss, das war der zweite und letzte Teil für die Potenzregeln, ans Herz legen, die Regeln, die tatsächlich
ja, die nicht unbedingt auswendig zu lernen, sondern am besten so zu verinnerlichen, dass du verstehst, warum das so ist. Also ruhig nochmal aufs erste Video auch zurück schauen und einfach nochmal schauen, warum ist das zum Beispiel so? Dann kannst du dich vielleicht daran erinnern, okay, die kann man auch umschreiben und dann einfach umformulieren. Oder hier hatten wir schön es einfach zerlegt und haben quasi hergeleitet, dass die Hochzahlen multipliziert werden. Wenn es dir so merkst, tust du dir aus meiner Sicht langfristig immer leichter, weil du immer wieder in der Lage sein wirst, dir selbst herzuleiten. Wenn du die Regeln einfach nur stur auswendig lernst, funktioniert es zwar auch, aber wenn du es doch mal vergisst, dann fehlt dir einfach das Wissen. Deshalb kann ich dir nur ans Herz legen, dass du sie tatsächlich dir so verinnerlichst, dass du sie auch verstehst. Deshalb am besten noch ein paar mehr Beispiele rechnen. Und dabei wünsche ich dir viel Spaß, aber beide Wege führen zum Ziel, also ob du auswendig lernst oder es einfach wirklich von innen heraus verstanden hast, überlasse ich total dir. Viel Spaß dabei, egal wie rum. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.